guten Abend hier im Saal. Dankeschön. Vielen Dank. Merci. Tolle Stimmung. Hallo zu Hause. Merci beaucoup. Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Alphonse und Gäste. Die Corona-Maßnahmen sind hinter uns, zum Glück. Aber es hat Spuren hinterlassen. Gerade Homeoffice ist sehr beliebt geblieben. Wusstet ihr, dass 72% der Deutschen sagen, ich will im Homeoffice arbeiten, ich will nicht hier zurück ins Büro. 72%. Der Rest will zurück ins Büro, das ist nur, weil die kleinen Kinder zu Hause haben. Ne? Und das ist natürlich ein Problem für die Firmen, weil Homeoffice funktioniert einigermaßen, klar. Aber dieses Teamgefühl, das fehlt und dann die Leistung, die geht nach unten. Ne? Leistung geht nach unten. In Frankreich, da gibt es auch dieses Problem. Die Leute wollen im Homeoffice bleiben und die Firmen machen sich Gedanken, die müssen erfinderisch werden. Zum Beispiel Sanofi. Ich weiß nicht, ob ihr Sanofi kennt. Sanofi ist ein großer Pharmakonzern. Die Pharmakonzerne sind groß in Frankreich, deshalb, weil die Franzosen konsumieren sehr viel Medikamente. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Wir nehmen, ja wirklich, wir nehmen am meisten Antidepressiva-Tabletten pro Kopf von der ganzen Welt, am meisten Antidepressiva. Hein? Pro Kopf, ja, das sind Tabletten. Wenn das Zäpfchen wäre... Der ist nicht schlecht, ich muss mich den notieren, sonst vergesse ich den. Naja. Wenn das Zäpfchen wäre, das wäre pro Arsch, aber das ist pro Kopf. Dankeschön, Monsieur. Du kannst gerne wiederkommen, hein? Das ist toll. Bon, alors, zurück. Zurück zu Sanofi. Alors Sanofi, großer Konzern, die haben sich gefragt, wie können wir das schaffen, dass die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter gerne zurück ins Büro kommen? Und die Antwort ist eigentlich relativ logisch. Die müssen sich im Büro wohlfühlen. Und zwar sehr wohl. Und zwar noch wohler als zu Hause. Bah, wo fühlt man sich noch wohler als zu Hause? Im Urlaub. Und deshalb hat Sanofi, wirklich wahr, hein, sich gedacht, so ein Ambiente müssen wir hier im Büro schaffen. Die haben einen Typ abgeworben, der ein Direktor war von einem großen Luxushotel. Und die haben ihm gesagt, du darfst alles machen, Hauptsache die Leute fühlen sich hier so wohl, dass die sagen, das ist wie im Urlaub. Und er hat alles umgekrempelt. Er hat Liegestühle gekauft, der hat Leute angeheuert, die nur dafür zuständig sind, dass die Leute im Konzern sich super wohl fühlen. Diese Leute heißen Hospitality Officer. Hospitality Officer. Du kannst irgendeinen Wunsch äußern, die machen das. Das heißt also, es gibt jetzt in dem Unternehmen Yoga, die kriegen Massagen, es gibt Weinproben. Im Büro regelmäßig Weinproben. Wobei, die nennen das nicht mehr Büro, nein, das heißt mittlerweile Workplace Experience. Ja, also du kriegst bei Sanofi eine Workplace Experience und tatsächlich, die Leute fühlen sich wie im Urlaub. Ja. Gut, es gibt nur ein kleines Problem im Urlaub, man arbeitet nicht. Wobei in Frankreich, das macht keinen großen Unterschied, das ist ja egal. Und das funktioniert tatsächlich. Das heißt, die Leute wollen gar nicht mehr im Homeoffice. Die sagen, ich gehe total gerne ins Büro, zu the Workplace Experience. Die gehen dahin und das funktioniert. Und jetzt wollen andere Firmen das auch nachmachen. Und das ist eine gute Lösung, die allerdings nur in Frankreich funktioniert. In Deutschland, das würde nicht... Stell dir mal vor, in Deutschland, wenn ihr euch im Büro wie im Urlaub fühlen würdet. Ihr würdet alle super früh aufstehen, hein, und den besten Bürostuhl mit einem Handtuch reservieren. Das könnte nicht funktionieren. Nur in Frankreich ist das. Nur in Frankreich. Sonst nicht. So, und jetzt möchte ich zu meinem ersten Gast kommen. Wenn ich Ihnen jetzt erzähle, was mein erster Gast schon alles gemacht hat, ja, und welche Auszeichnungen er alle bekommen hat, also Sie würden mir sowieso nicht glauben, ja. Er heißt Martin Zingsheim. Zingsheim hat 871 Einwohner, ist im Kreis Euskirchen und liegt 546 Meter über Normalnull. Und das hat absolut gar nichts mit meinem Gast zu tun, außer dass er und der Ort den gleichen Namen haben, aber sonst gar nicht. Hier ist der großartige Martin Zingsheim.
Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist. Willkommen. Ja, aber hallo. Es ist toll, ne? So einen Ort zu haben. Also, ich wüsste nicht, dass es ein Ort, was Alphons heißt. Also, es gibt keinen Ort, der Alphons heißt. Ich glaube nicht. Ja, das hat mich eine Stange Geld gekostet mit Zingsheim in der Eifel. Aber warst du schon da überhaupt? Einmal, es gibt ein Kindheitsfoto von mir mit dem Ortsschild von Zingsheim und dann haben sich die Wege aber auch getrennt. Okay, ich habe für dich ein tolles Publikum und eine Bühne. Martin Zingsheim! Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe ja zu Hause in Köln, ich habe vier noch recht kleine Kinder zu Hause und mein Problem ist, die fangen allmählich an, sich für Politik zu interessieren. Und da bin ich kommunikativ überhaupt nicht drauf vorbereitet. Wenn mein Sohn plötzlich fragt, Papa, was meint der Olaf Scholz damit? Und ich sage, das weiß niemand. Ne? Aber die machen sich auch schnell haben die Sorgen, als die AfD jetzt diesen Begriff Remigration gekapert hat. Da hatten meine Kinder sofort Ängste. Ich habe dann versucht zu relativieren, zu beruhigen, habe gesagt, an sich Remigration ein spannendes Thema, wenn man jetzt Leute wie Alexander Dobrindt zurückbringen könnte, ins oberbayerische Peißenberg, ne? Oder Volker Wissing statt in Berlin, wo er die Verkehrswende blockiert, reansiedeln könnte, in der Pfalz, wo er nachweislich weniger Schaden anrichten kann. Das sind Optionen, Schatz, die muss man mitbedenken. Ne? Aber ansonsten tue ich mich eher schwer, damit auf Politiker zu schimpfen. Ich bin ja auch viel unterwegs, im Supermarkt, beim Einkaufen, auf Social Media, in Bus und Bahn. Und in so dunklen Momenten denke ich manchmal, diese Politikerinnen und Politiker, vielleicht sind das tatsächlich die derzeit Besten, die wir für das Geld kriegen können. Man sitzt doch selten in der Straßenbahn, da sitzt einer neben einem und man denkt sich spontan, ah, das wäre aber auch ein prächtiger Kanzler geworden, ne? So ist es doch nicht. Man muss ziemlich masochistisch veranlagt sein, um freiwillig in die Politik zu gehen, weil man diesen ganzen Hass ungefiltert abkriegt. Ist auch für mich schlimm, weil ich lande dann ungefragt in der Rolle, die Regierenden zu verteidigen. Das ist berufsgefährdend. Ich stecke dann in so Gesprächen und sage, nein, der Robert kommt nicht mitten im Winter vorbei und montierte die alte Gasheizung ab. Nein, nein, der Robert hat ja auch nicht verboten, die alte Gasheizung reparieren zu lassen. Und mein Problem ist, viele Politikerinnen und Politiker, die hatte ich schon im Interview, die saßen bei mir auf der Couch, Omid Nuripur, Ricarda Lang, Wolfgang Bosbach, Gregor Gysi. Und das ist eine große Gefahr. Wenn sie anfangen, mit Politikerinnen und Politikern zu sprechen, als wie mit Menschen, man verliert sofort diese gesunde, natürliche Abneigung. Das ist gefährlich. Ich bin heilfroh, dass damals dass dieses Interview mit Friedrich Merz geplatzt ist. Ich könnte meinen Job an den Nagel hängen sonst. Ne? Viele Menschen informieren sich über Politik durch Talkshows. Einige sind jetzt völlig fassungslos, weil Anne Will plötzlich nicht mehr da ist. Kostete 250.000 Euro pro Folge. 250.000 Euro pro Folge Anne Will. Mein Kumpel aus dem Osten sagte neulich, na ja, Westfernsehen, typisch, war bei uns in der DDR war es verboten. Ich sag, ja und jetzt noch? Ich sag nur, es war nicht alles schlecht. Politik verändert die Menschen. Robert Habeck, ausgerechnet Robert Habeck, hat jetzt gesagt, angesichts der Welt heutzutage, er würde den Wehrdienst nicht mehr verweigern. Das kann man verstehen, wenn man von aufgebrachten Farmern am Verlassen einer Fähre gehindert wird. Möchte man vielleicht wissen, wie man sich den Weg in Zukunft freischießen kann? Die Bauernproteste haben mich sehr elektrisiert jetzt. Über 16 Jahre lang war das Landwirtschaftsministerium in der Hand von CDU/CSU. Sie erinnern sich, in der Hand von linksradikalen Ökofaschisten wie Horst Seehofer und Julia Klöckner. Ne? Lestle, Entschuldigung. Und dann kommt so ein... Fragt man sich manchmal, warum man so aufwendige Texte schreibt, wenn Ihnen das gefällt. Aber gut. Ja. Und dann kommt so ein hauptberuflicher Fahrradfahrer wie der Özdemir und macht ein funktionierendes System innerhalb weniger Monate kaputt. Das ist eine tolle Story, falls Sie auf Fantasy stehen. Christian Lindner hat sich den Bauernprotesten mutig entgegengestellt und hat gesagt, wortwörtlich, es ärgert mich, dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Fand ich empörend. Empörend. Ich weiß auch nicht, was er für einen Grund hat, so über Wolfgang Kubicki zu reden. Und mich hat es doppelt getroffen. Sehen Sie, ich wähle seit Jahren FDP. Und doch,
Eigentlich immer schon. Kann ich ja offen zugeben, ich wähle seit jeher FDP. Ich muss auch an meine Karriere denken. Ich finde, die FDP ist fürs deutsche Kabarett unverzichtbar. Nochmal die Kurve gekriegt. Ich glaube, einige Errungenschaften der Ampelkoalition sind nicht möglich gewesen wegen, sondern trotz der FDP. Der Kinderfreibetrag steigt, das Pflegegeld steigt, die Vergütung für Auszubildende steigt. Und falls Sie das alles nicht berauschend finden, es soll wohl auch noch Cannabis legalisiert werden. Freut mich, dass wir ein Thema für Sie gefunden haben hier vorne. Schön. Ist für jeden was dabei. Natürlich haben wir auch Probleme. Wir haben geschätzte 80 Milliarden jedes Jahr Verlust, weil wir extremen Reichtum nicht vernünftig besteuern. Die Prüfquote ist bei Milliardären geringer als bei Sozialhilfeempfängern. Da müssen Sie, glaube ich, vom Fach sein, um sich hinzustellen und zu sagen, pass auf, wir holen uns eine Stange Geld und zwar von dort, wo kaum etwas davon da ist. Oh, das ist genial. Warum nicht bei Milliardären oder Steuerhinterziehern, Steuerflüchtlingen? Nein, das ist Sozialneid. Das kostet Arbeitsplätze, das wäre eine Konsumbremse. Ich bewundere Menschen, die sich auf so eine politische Demonstration begeben. Ich bin da oft zu faul, ich habe auch sprachliche Vorbehalte. Dann wird gegen rechten Hass demonstriert. Alle demonstrieren gegen rechten Hass. Und auf den Transparenten steht, ganz Leverkusen hasst die AfD. Also, das... Gut, wir zwei haben es verstanden, aber ist nicht schlimm. Ich merke, das ist mir manchmal zu blöd, auch auf der Bühne mich gegen Rechtsextremismus zu positionieren. Das ist mir zu albern. Ich stelle mich ja auch nicht öffentlich hin und behaupte, dass es abends häufig dunkel wird. Ist ja wohl selbstverständlich. Merke auch an mir so eine fatale Gewöhnung an die AfD. Ich habe auch immer gesagt, ah, komm, 10% radikale Spinner, die hatten wir immer. Das sind 25%. Ja gut, im Osten. Das muss man auch historisch anders bewerten. Das sind 35%. Ja, 35% sind aber halt nicht die Mehrheit. Die haben die Mehrheit, die absolute Mehrheit. Die habe ich ja immer schon vorgewarnt. Mit der Demokratie. Demokratie ist ein bisschen wie sich den eigenen Hintern abzuwaschen. Es ist mühsam, es macht ein bisschen Arbeit, aber seien wir ehrlich, die Alternative ist eklig. Kein Kaiser und keine Königin, nicht mal eine Prinzessin, hey, weißt du, wo ich bin? Wir haben Abgeordnete und keine Monarchie, wir haben kein Palast, wir haben ein Parlament und mit am wenigsten zu sagen hat der Präsident. Der Chef der Regierung ist ein Er oder eine Sie, willkommen in der Demokratie. Das Volk ist der eigentliche Souverän, allerdings lassen wir uns vertreten, soweit die Theorie. Wir vergeben ein Mandat per Stimmzettel und Brief. Man nennt das übrigens auch repräsentativ. Parteien und Verbände sind mit von der Partie. Willkommen in der Demokratie. Wir müssen wählen, beziehungsweise müssen nicht. Wir dürfen wählen, doch manchmal, da klappt es nicht. Doch außerhalb von Köln und Berlin, da funktioniert das digital und analog. Große Auswahl im Kandidatenkatalog. Gelb, grün, schwarz, rot, blau, zwischendurch auch eine Frau. Die Abgeordneten sind nur ihrem Gewissen verpflichtet, doch die Fraktion und wir alle wissen, belabert werden sie von Lobby und Industrie. Willkommen in der Demokratie. Plötzlich jagt man durch den Bundestag. Ein Gesetz, das stand so gar nicht im Koalitionsvertrag. Wahrscheinlich nur, weil wer in den Umfragen hinten lag. Oh, das lag bestimmt an der Landtagswahl in Hessen. Details besprechen wir beim Hinterzimmerabendessen. Flott zur Klimakonferenz mit dem Dienstwagen von Benz. Ausschuss, Arbeitsgruppe, Pressekonferenz. Interview bei Phoenix und Mittelstand-Events. Wer braucht schon Bürgerrechte? Du, wir haben grad Pandemie. Willkommen in der Sitzung und im Parlament gegrillt. Hey, wenn's wirklich wichtig war, sag's dem Spiegel und der Bild. Die hohe Kunst der Diplomatie zur Verteidigung der Muttersprache und des Vaterlands. Treffen sie sich abends noch bei Maybrit Illner, Markus Lanz. Plattitüden, Halbwahrheiten, Islamophobie. Willkommen in der Demokratie. Gar nicht wenige, gerade am rechten Rand, planen den Systemwechsel, den Umsturz im Land. Zurück in Richtung Autokratie. Rechtsnationale, extreme Chauvinisten, nur Millionen tun derweil so, als ob sie von nichts wüssten. Und irgendwann fragen wir uns dann, wie? Was?
Ach so. Wo ist denn die Demokratie? Wahrscheinlich ist's mit ihr, so wie ich das einstuf, wie mit der Deutschen Bahn. Sie ist besser als ihr Ruf. Come on! Yeah. Wir leben in einem freien Land. Martin Zingsheim, bravo! Emmanuel Macron hat im Bundestag eine Rede gehalten, und zwar auf Deutsch. Und das hat euch so richtig imponiert. Hein? Ich habe also gehört, wow, viele Deutschen sagten, wow, das war so toll und so. Wow, das ist auch noch auf Deutsch und auf gut Deutsch und etc. Das hat euch wirklich beeindruckt. Hein? Also hier in Deutschland, in Frankreich, hat das kein Schwein verstanden. Ne? Aber gut, also wenn es euch gefallen hat, wunderbar. Ja? Wisst ihr, wie das kam, dass er auf Deutsch seine Rede gehalten hat? Das ist wegen der Botschafter von Frankreich in Berlin, der hat von dieser Idee gehört und er hat gesagt, ja, das ist gut, aber er muss dann richtig gut Deutsch aussprechen. Und deshalb hat er für ihn eine Deutschlehrerin gefunden, die ihm das beibringen sollte. Aber die Berater von Macron, die haben gesagt, bist du verrückt, keine Lehrerin, er wird sie heiraten. Also, deshalb, also da haben sie gesagt, okay. Er hat geändert. Die Lehrerin wurde gefeuert, stattdessen haben die einen Lehrer genommen und einen guten Lehrer, so das tatsächlich. Also Macron lernte sehr schnell und der Lehrer hat gute Arbeit gemacht. Die Rede war tatsächlich also gar nicht so schlecht. Boah, vielleicht war der Hype ein bisschen zu groß, also, weil sogar in der Zeitung stand, wow, was für eine Rede, wäre Macron doch nicht der bessere Kanzler für Deutschland. Boah. Wollt ihr? Seid ihr ernst? Ihr wollt das wirklich? Na, weil, also, hier macht ihr immer so ein Riesending, oh la la, 60 Milliarden Euro Defizit, wie schaffen wir das und so. Also, wenn ihr Macron als Kanzler habt, also, das ist nicht 60, das ist 600, 6000 Milliarden, eure Schuldenbremse könnt ihr komplett vergessen. Das ist, als würdest du ein ICE mit einer Bremse von einem Fahrrad bremsen wollen, vergiss es. Aber gut, wenn ihr es wollt, bitteschön. Also, das ist, also, so, und er ist komisch, ja, momentan, Macron, das müsst ihr wissen. Das mit Depardieu habt ihr mitbekommen, oder? Das Gérard Depardieu, der hat viele Skandale am Hals momentan. Und zwar also sexueller Natur. Also viele Frauen haben gesagt, oui, er hat mich belästigt oder sogar noch schlimmer. Alors, nichts ist bewiesen, die Justiz ist noch nicht gewesen und so. Aber was man sagen kann, das sind viele. Also das sind richtig viele. Das ist nicht nur MeToo bei Depardieu, das ist auch Me3, Me4, Me5. Mir 5000, so im Grunde genommen. Hein? So, bon. Und als Macron in einer Fernsehansprache über Gérard Depardieu gesprochen hat, alle dachten, wow, alors der Depardieu, der wird auf die Fresse kriegen. Und wisst ihr, was Macron gesagt hat? Und zwar ganz ernst. Er hat gesagt, ja, ich mag das nicht. Wir sind doch stolz auf Depardieu. Das hat er wirklich gesagt. Er hat gesagt, Depardieu, alle Franzosen sind stolz auf Depardieu. Hat er gesagt, wirklich. Mit all das, was im Moment in der Luft gegen... Wisst ihr, woran das mich erinnert hat? Das hat mich erinnert an Gerhard Schröder, als er gesagt hat, Putin ist ein lupenreiner Demokrat. Das hat er gesagt. Das kommt davon, wenn man zu lange an die Gasleitung schnüffelt. Das ist also und nicht nur, dass Macron gesagt hat, wir sind stolz auf Depardieu, etc., sondern er hat
kein Wort gehabt für die Frauen, die vielleicht Opfer sind. Nix, nix. Ich sag, er ist komisch momentan, Macron, ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, was er da konsumiert, keine Ahnung. Aber er hat auch gesagt, weil in Frankreich im Moment, wir machen weniger Kinder. Ja? Und er hat gesagt, das muss geändert werden für die Nation. Wir müssen das mehr Kinder. Das ist tatsächlich überraschend, weil in Frankreich sonst, wir machen sehr viele Kinder. Aber im Moment so wenig, wenig. Trotzdem viel mehr als Deutschland, natürlich. Aber das ist ja nicht so schwer. Weil vielleicht kommt das auch ein bisschen von der Sprache. Wir sagen faire l'amour. Hein? Und bei euch, das heißt den Beischlaf vollziehen. Die deutsche Romantik ist ein bisschen speziell. Auf jeden Fall, Macron, der hat gesagt, oui, für das Vaterland, wir müssen unbedingt mehr Kinder machen. Wie stellt er sich das vor? Ja, so, hein, dass die Franzosen jetzt aufs Bett springen und sagen, allez, c'est parti, Liberté, Égalité, Maternité. Sag mal. Bon, aber ihr wollt den. Es ist ziemlich eindeutig, ihr wollt den Macron haben und ich sage, also kein Franzose wird sich querstellen. Ihr könnt den Macron haben, ihr könnt den auch sofort haben von mir aus und zwar kostenlos. Ihr kriegt keine Rechnung, gar nichts. Ihr kriegt Macron als Kanzler, aber eines muss klar sein, ja, dafür bekommen wir nicht Olaf Scholz, auf keinen Fall. So, und jetzt zu meinem nächsten Gast. In Frankreich spielt gesunde Ernährung eine Rolle, eine große Rolle. Wir essen grundsätzlich nichts, was aus der Dose kommt, aus der Genmanipulation oder aus England. Gut, in Deutschland, das Essen hat nicht so einen Stellenwert wie in Frankreich. Deshalb ist es wichtig in Deutschland, dass man immer wieder über gesundes oder ungesundes Essen Dinge erfährt. Das kann man zum Beispiel von Wissenschaftlern erfahren. Aber man kann auch das von meinem Gast erfahren. Und bei ihm, das ist nicht nur interessant, das ist auch noch unterhaltend, weil er macht das ziemlich fantastisch. Zum ersten Mal in dieser Sendung, hier ist Philipp Weber. Herzlich willkommen. Danke. Es war Zeit, dass du kommst. Es war Zeit. Alors, die Spielregeln sind einfach, du kriegst ein tolles Publikum, eine Bühne und du bist dran. Philipp Weber. Ja, oh. Saarbrücken, Saarbrücken, schön hier zu sein. Wunderbar, herrlich und ich habe gute Nachrichten. Ja, es gibt ja selten noch so gute Nachrichten. Ich habe gute Nachrichten, passt auf. Und zwar das wohl innovativste Organ der deutschen Demokratie hat getagt, der Deutsche Bürgerrat. Und rausgekommen sind 9 Empfehlungen zur Verbesserung der Ernährungspolitik. Und mein absoluter Liebling ist Altersgrenze für Energydrinks. Sie kennen doch diese Energydrinks. Ich habe neulich mein erstes Red Bull getrunken. Hat jemand von Ihnen schon mal Red Bull getrunken? Sie müssen das probieren. Das schmeckt wie ein Chemieunfall. Hä? Red Bull schmeckt wie der Morgenurin eines zuckerkranken Gummibärchens. Ja. Ja, mein Neffe hat zu mir gesagt, ja, da ist Taurin drin, Taurin, ja, das ist der Powerstoff Red Bull, Taurin, ja, kommt von Tauris, der Stier, weil es aus Stierhodenextrakt gewonnen wird, aus Stierhodenextrakt. Also Red Bull, das ist kein Energy Drink, das ist eine Ochsenschwanzsuppe. Ja. Ja, was totaler Quatsch ist. Das Zeug heißt Taurin, weil es 1827 zum ersten Mal aus Stiergalle isoliert wurde. Aus Stiergalle. Deswegen wahrscheinlich der Zucker. Red Bull, das ist so süß. 27 Gramm Zucker sind in einer Dose. Deswegen kann unsere Jugend dann immer bewegen. Die sind von innen kandiert von dem ganzen Red Bull. Was ganz auf. Und da kommen wir zur nächsten Empfehlung des Bürgerrates. Und zwar, Zucker soll nicht mehr als Grundnahrungsmittel gelten. Ja, und soll jetzt voll besteuert werden. Auch das finde ich gut, natürlich. Zucker ist kein Grundnahrungsmittel. Das ist mittlerweile Volksdroge Nummer 1. Ist das so? Der Deutsche isst mittlerweile 30 Kilogramm reinen Industriezucker jedes Jahr. Deswegen heißt es Zeug Kristallzucker. Versteht ihr? Das ist das Crystal Meth der Lebensmittel. Ja. Ja, ja.
Und da ist doch so, wenn du irgendeinen billigen Mist zu Geld machen willst, einfach noch Zucker reinhauen. Danach Dosenravioli, Fertigpizza. In einem Liter Fruchtsaft Nektar sind so bis zu 100 Gramm Zucker. Der Rest ist Wasser, Aromastoffe, Farbstoffe, Konservierungsmittel. Wenn ihr im Supermarkt ein Duschdass Kiwi Mango kauft, da habt ihr mehr Obst im Korb. Ja. 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 Ne, und Zucker ist Zucker und Zucker bleibt Zucker. Meine Freundin, die trinkt unglaublich gern so Bionade, kennt ihr, oder Biolimo, kennt ihr diese Biolimo? Ja, ja, hab ich gesagt, guck mal, Schatz, sind auch 7 Gramm Zucker drin. Hab gesagt, ja, aber hier ist ein Sternle, Zucker aus kontrolliertem Anbau. Ach so, aus kontrolliertem Anbau, sorry. Soll ich was sagen? Opium wird auch kontrolliert angebaut. Ja? So kontrolliert, da steht der Bauer sogar mit der Kalaschnikow auf dem Feld. So kontrolliert ist er. Ja, aber dann, na, dann ist es ja Biozucker und von Biozucker bekommt man Ökodiabetes. Ja, genauso tödlich, aber die Leichen sind leichter abbaubar. Wunderbar, oder? Ja. Ja. Und Opfer des Zuckerwahns Nummer 1 sind natürlich unsere Kinder. Deswegen fordert der unerschrockene Bürgerrat ein kostenfreies und gesundes Mittagessen für alle unsere Schüler und Schülerinnen. Ist das eine tolle Idee, oder? Natürlich, unsere Kinder sollen sich endlich wieder gescheit ernähren. Am schlimmsten sind diese Kinderlebensmittel. Kennt ihr Kinderlebensmittel? Oder es gibt heute alles extra für Kinder. Mit dem Kind heute in den Supermarkt zu gehen, es ist die Hölle. Von jedem Joghurt, von jedem Müsli lachen dich heute bunte Figuren an. Und drollige Drachen und Feen und Einhörner. Und alles sieht so lieb und schön und kuschelig aus. Aber täuscht euch bloß nicht. Jede von diesen Verpackungen ist eine hochraffinierte Marketingwaffe, die das Neokortex eurer Kinder zu bombardiert mit der Botschaft: Weine, schreie, kämpf um dein Leben, schmeiß dich hier auf den Boden. Aber ohne diesen Fruchtzwerg wirst du es nie aufs Gymnasium schaffen. Und der Kinderleben, so ein Quatsch, ich meine, gab's so früher auch nicht. Hier gab's in ihrer Kindheit irgendeine Extrawurst für Kinder? Nee, oder? In meiner Heimat im Odenwald, zwischen dem letzten Schluck Muttermilch und dem ersten Bissen Saumagen, verginge bei uns eine Minute. Ja, da wird abgestillt und mit Schweinekopfsülze nachgefüttert. Wupp. Aber dieses Zeug wird massiv beworben. Ja? Jedes Jahr fließen da Millionen von Marketinggelder rein. Ja? Ja, natürlich, es gibt keinen geschützten Raum mehr für unsere Kinder. Über das Internet kommen die Konzerne bis in die Spielzimmer gekrochen. Jedes fünfte Kind im Vorschulalter ist heute schon regelmäßig im Internet. Und im Internet, da finden die neue Freunde. Zum Beispiel Pudding Paula. Kennt jemand? Kennen Sie Pudding Paula? Kennt jemand? Pudding Paula, das ist eine rebbende Kuh von Dr. Oetker, die Pudding frisst. Und jetzt, ja, die hat eine Sonnenbrille auf, ne, frisst Pudding und dabei rebbt sie. Rebbende Kuh! Also wenn die Erfinder der Milka-Kuh gekifft haben, ist die Marketingabteilung von Dr. Oetker endgültig bei Crystal Meth angekommen. Ja. Und ihr wisst doch, die Kinder, die stehen doch so gern auf so Gangster-Rap, auf so böse Jungs. Verstehst du, das ist eine Kuh, das ist eine Ghetto-Kau, evil Ghetto-Kau. Ja, aber was hat eine Ghetto-Kau zu rappen? Ich bin Paula, die Kuh, und was isst du? Hast du Joghurt dabei, da mach ich dich zu Brei. Du bist ein Opfer hier mit deinem scheiß Kefir. Isst du Facker nur Quark, liegst du bei dem Sarg und du wirst doppelt gedisst, wenn dir Milchreis frisst. Alles ein Desaster. Nur Pudding macht dich zum motherfucking Master. Vielen Dank, Philipp Weber.
Sie erinnern sich sicherlich an Silvio Berlusconi. Ich habe vor kurzem etwas erfahren über Silvio Berlusconi, was ich vorher nicht wusste. Berlusconi, bon, klar, hein, der war Medienmogul, der war lange Präsident von AC Mailand, der war bekannt für diese Bunga-Bunga-Partys und als Hobby hat er Italien regiert. Hein? Und was aber man nicht wusste, ist, dass er ein großer Kunstsammler war. Habt ihr wahrscheinlich auch nicht erfahren, weil das weiß man erst seit kurzem. Man hat das erfahren nach seinem Tod, weil seine Kinder, er hatte 5 Kinder, haben diese große Kunstsammlung geerbt. Und das ist wirklich groß gewesen. 25.000 Werke in einer riesigen Halle. Das war seine Kunstsammlung. Und als er gestorben ist, natürlich musste das geschätzt werden. Deshalb die Experten sind in die Halle gegangen, die haben sich die ganze Halle geguckt und als sie alles gesehen haben, die haben gesagt, wow, also sowas hatten wir noch nie gesehen. 25.000 Werke mit einem Gesamtwert von null. Null. Es ist alles Schrott. Es ist wirklich also nichts. Es sind nur billige Kopien, so auch noch schlechtes Geschmack. Null Wert, ja. Und dann natürlich hat man sich gefragt, was ist passiert. Und mittlerweile man weiß, was passiert ist. Erstmal, diese Kunstsammlung hat er angefangen, als er schon alt war. Ihr wisst noch, wie er ausgesehen hat, wenn er alt war. Guckt mal, so hat er ausgesehen. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich dieses Foto angucke, ich denke an meine Studentenzeit. Da hatten wir in der WG eine sehr alte Ledercouch. Weiß ich. So. Auf jeden Fall, in dieser Zeit, Bunga-Bunga-Partys ging nicht mehr. Hein? Oder wie die Italiener sagen, seine Nudel war nicht mehr al dente. Er hat Teleshopping angeguckt und hat angefangen, Dinge zu kaufen ohne Ende. Also und zwar wirklich so billige Dinge. Dinge für 20, 30 Euro, also ob ich nehme das und so. Und irgendwann hat er eine ganze Lagerhalle voll und alle Dinge sehen komplett scheiße aus. Voilà. Alors natürlich, jetzt wollt ihr ein bisschen sehen und so. Okay, ich habe ein paar Fotos mitgebracht, nicht zu viel, weil sonst wird uns also nicht gut gehen. Ja, also das zum Beispiel, ja, also Religion, Dinge, aber nichts Altes. Die einzige Antiquität war er selber. Also, was hat er sonst noch gehabt? Eigentlich hat er vor allem 2 Themen, seine, das muss man sagen. Okay, also kein Geschmack für die Werke, aber seine Werte, die ihm wirklich wichtig waren, die sind da drin wieder gespiegelt, nämlich sein Glauben und Titeln natürlich auch. Also das war ihm sehr, sehr wichtig, ja, voilà. Und das alles, ja, mal 25.000 in einer riesigen Halle. Guck mal, wie die Halle aussieht. Und die Kinder haben jetzt diese Halle und wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Das kostet natürlich an Unterhaltung, an Miete und etc. Aber was machen die damit? Zuerst haben die gedacht, wir verkaufen das Ganze. Wo findest du einen Idiot, der sowas kauft? Mal ganz ehrlich. Obwohl, haben die Kinder daran gedacht, Donald Trump zu fragen? Die Kinder haben jetzt den Salat, diese Halle, und die wissen gar nicht, was die damit machen sollen. Ganz anders als in Russland übrigens. Ja. In Russland gibt es eine Kunstsammlerin, gab es, sie ist vor kurzem gestorben, sie hieß Nina Moleva, sie ist vor kurzem mit 88 gestorben und sie hatte 1000 Gemälde, ja, alles in einer 3-Zimmer-Wohnung, 1000 Gemälde. Und attention, also nichts kopieren, sondern nur also wertvolle Originale. Unter anderem von Da Vinci, von Rembrandt, von Michelangelo, etc., etc. Gesamtwert 2 Milliarden Dollar. Also ganz genau, woher sie das hatte, weiß man nicht. Aber sie hat wohl ein schlechtes Gewissen bestimmt gehabt, weil sie schon gesagt hatte, also nach meinem Tod, das muss zurück an den russischen Staat gehen. Das war ihr Wunsch. Aber es gibt ein Problem. In Russland, du darfst nichts an dem Staat vererben. Das geht nicht. Es muss ein Mensch sein. Und deshalb hat Putin gesagt, okay, ich nehme das.
Könnt ihr euch vorstellen, das ist wirklich, ich erfinde nichts, das ist wirklich passiert. Putin hat von dieser Dame 2 Milliarden Dollar an wunderbare Werke geerbt. Und das nervt mich, das kann ich euch sagen. Vor allem, dass niemand darüber spricht. Also zum Glück ich, und ich habe es ein bisschen gelesen, aber nicht viel. Das sollte doch ein Riesenskandal sein. Was, oder? Was meint ihr? Mal ganz ehrlich. Weil, also mich nervt das. Weil ich sage, wenn Putin eins verdient hätte, ja, dann wäre es nur die Scheißbilder von Berlusconi. Das hätte er verdient. Das hätte er. So, jetzt muss ich mich beruhigen. Und ich habe mich sowieso genug aufgeregt und jetzt empfange ich eine Gästin und ich weiß, sie wird mich sofort gut gelaunt machen. Ouais. Sie war übrigens letzte Woche schon in der Sendung, aber ich mag sie total. Und ich habe ihr gesagt, wenn du Zeit hast, nächste Woche, komm vorbei. Sie sagt, ja, ich bin gar nicht weit, ich komme. Und übrigens, sie malt auch. Sie malt, ja, ja. Aber ich bin mir sicher, Berlusconi hat nie ein Bild von ihr gekauft. Da bin ich mir sicher, weil ihre Bilder, die sind wirklich sehr schön. Ja, zum Beispiel, guckt mal, dieses Bild, das ist von ihr, ja. Das heißt, die Titentaube. Titentaube, es gibt auch einen Untertitel, das heißt, Peace is female. Also, Frieden ist weiblich. Ich bin gespannt, was sie zu diesem Bild sagen wird. Hier ist die großartige Miss Ellie. Du bist wieder hier, freut mich sehr. Hallo. Schön, dass du wieder hier bist. Die Titentaube. Ja, jetzt möchte ich wissen, was hat sich die Künstlerin dabei gedacht bei der Titentaube? Die Künstlerin. Ja, genau. Ja, du. Ja, gut, das ist witzig, dass ihr das rausgekramt habt. Ich habe das mal für eine Ausstellung in Hamburg gemalt, die Millantor Gallery. Die findet in St. Pauli statt, im Fußballstadion. Und das ist natürlich ein Ort, der so geprägt ist von, auch so von der Reeperbahn und so. Und da dachte ich, na gut, dann mache ich mal so ein. Und bei dem Bild habe ich mir gedacht, es repräsentiert quasi die abgekämpfte Männlichkeit, ne? Weil auch wenn ich, ne? Wird getragen von der weiblichen Friedenstaube in den Frieden. Schön. Ja. Und Frieden ist weiblich, das ist letztendlich ja, das ja, Message. Genau. Also deswegen zumindest nicht männlich, männlich. Also. Ja, genau. Also, und ich habe dir auch ein Bild gemalt. Was? Ein kleines Geschenk habe ich dir mitgebracht. Oh. Ich habe gedacht, also ich habe so eine Reihe, die heißt Herz im Klo. Da ist immer gleich, ist in der Mitte immer so ein Kreis und da ein kleines Herz drin. Aber es fliegt durch eine andere Welt. Und ich habe gedacht, deine Welt ist definitiv orange. Ne? Ist das wirklich für mich? Ja, das ist wirklich. Du darfst jetzt auspacken. Du musst auch nichts bezahlen. Kostet eigentlich Geld. Im Gegensatz zu euch, ja. Wow, es ist super. Ja. Oh, hey, danke. Das ist Alfons Welt, wo das Das Herzchen, gefällt mir total gut. Das ist quasi dein Abflussrohr. Danke. Sehr, sehr schön. Danke. Merci beaucoup, Miss Ali. Und du hast deine Gitarre dabei. Also nicht nur als Malerin bist du da, sondern natürlich auch als Sängerin. Miss Ali, bitte schön. So, ich hoffe, dass Alfons sich wirklich freut über mein Geschenk. Ist ja immer so eine Sache. Man weiß ja nicht, was für Geschenke gut sind. Das Thema Schenken, das kann einen richtig kirre machen. Dazu habe ich auch einen Song geschrieben. Der heißt Das Geschenk. Heute fand ich ein Geschenk im Kerzenlicht und auf der Karte steht, ich liebe dich. Oh, was mag das sein im Päckchen drin? Ich finde das wohl doch langsam Zeit, weil ich eine Gute bin. Vielleicht ist das das schöne Buch, was ich lange schon wollte. Was hat er für mich ausgesucht, der kleine Bold? Und er sieht mich so erwartungsvoll an. Ach du, was hab ich bloß für einen lieben Mann? Ist es ein Tuch oder eine Kette oder mein Lieblingsparfum? Sind es Saiten für die Gitarre oder ein Schlüpper aus Satin? Oh, ich kann's kaum erwarten, bin gespannt.
gespannt, was passiert. Ich öffne das Geschenk und bin voll irritiert. Schließ mir dein Herz, was soll ich damit? Ich hab doch schon selber eins, nimm es zurück. Schenk's mir dein Herz, ist dir denn nichts Besseres eingefallen? Das schöne Buch oder eine gute, eine schöne Flasche Wein. Mit so einem Herz kann das auch Fange spielen. Und was passiert, wenn ich es aus Versehen irgendwo verliere? Wie oft muss es denn aus dem Haus oder bleibt's nur drin? Es sieht blutig und ganz matschig aus, das kleine Ding. Ach, wär's doch nur eine Tasse oder eine Mütze, das wäre alles kein Problem. Ein paar Socken oder ein Topf oder eine Feuchtigkeitscreme. Was braucht so ein Herz? Auf was hat es denn Appetit? Liebt er mich wirklich, wenn er mir sowas gibt? Schenkst mir dein Herz und ich darf mich jetzt kümmern, oder was? So ein Herz ist doch nicht cool, so ein Herz macht keinen Spaß. Du schenkst mir dein Herz, doch was, wenn's mir runterfällt? Das nächste Mal schenk mir lieber. Ich war immer so lieb, warum werd ich so bestraft? Womit hab ich das verdient? Ich war immer, immer so brav. Blödes Küchengerät, Tesafilm, Schnürsenkel, Einweggrill oder Klopapier, das hätte es auch getan. Ich dachte, du schenkst mir was, was ich mag, mir Freude macht, weil du mich liebst. Und jetzt seh ich dich fassungslos an. Schenkst mir dein Herz, was soll ich damit? Ich hab doch schon selber eins, nimm es zurück. Schenkst mir dein Herz, doch was, wenn's mir runterfällt? Das nächste Mal schenk mir lieber Geld. Dankeschön. Aber ja, ich glaube, ihr kennt das auch, dieses Gefühl, wenn man eigentlich gerade ganz zufrieden mit sich ist oder auch vielleicht sogar mit seinem Geschenk. Und dann guckt man so zu seinem Nachbarn rüber und denkt sich so, oh, der hat was viel Besseres bekommen als ich. Oder? Ist doch so, kennt doch jeder. Und gerade so in Zeiten von Social Media und digitaler Wirklichkeit oder mehr auch Unwirklichkeit sind diese Vergleiche ja immer krasser geworden. Man kann sich ja mit so vielen Menschen jetzt vergleichen. Das ist ja schlimm. Und ja, manchmal denkt man vielleicht auch bei anderen Beziehungen. Bei so einem Pärchen nebenan. Oh, die sind so toll. Die sind immer so lieb miteinander. Und sehen so glücklich aus. Ja, Schwachsinn. Sie bietet Malkurse an. Sie ist eine Lehrerin. Und er Justizvollzugsbeamter. Er hat sie damals genommen, denn sie war ganz schön. Und sie ihn, weil er gerade da war. Sie hätte gerne wen ein bisschen mehr erzählt und sich für ihre Kunst interessiert. Sie hätte gern wen er nicht in seinem Keller hockt und dort ständig heimlich masturbiert. Allein, allein, alles was sie mag, versteht er nicht. Doch zu zweit ist besser als allein. Dass es nicht so passt, das weiß sie sicherlich. Doch zu zweit ist besser als allein. Der Keller ist für ihn ein Rückzugsort. Da baut er gern Modellflugzeuge. Oben kommt er sowieso nicht zu Wort. Hier unten hat er große Träume. Er hätte gerne Frau, die ihn im Rücken stärkt und ihn nicht ständig kritisiert. Eine Frau, die nicht so oft in seinem Keller stört und denkt, dass er dort heimlich masturbiert. Allein, allein, alles was er mag, interessiert sie nicht so sehr. Doch zu zweit ist besser als allein. Er hat sie mal geliebt, aber das ist lange her. Doch zu zweit ist besser als allein. Sie wollen endlich schon lang nicht mehr zusammen sein. Doch niemand sagt dem anderen Bescheid. Sie meckert und er schließt sich im Keller ein. Und so bleiben sie für immer zu zweit allein. Auch wenn es hinten und vorne nicht so passt. Die beiden bleiben immer zu zweit allein. Auch wenn es beide häufig traurig macht. Die beiden bleiben immer zu zweit allein. Auch wenn es beide häufig traurig macht. Die beiden bleiben immer zu zweit allein. Die beiden bleiben immer zu zweit allein.
Et voilà, das ist jetzt schon das Ende von dieser Folge von Alfons. Und gestern mit dabei war Miss Ellie, Martin Zingsheim und Philipp Weber.